Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Server Tempest. Wir haben im letzten Video die Ninjas hochgezogen Richtung 90. Das waren noch die zwei restlichen Chars, die wir dann ja Level 90 gezogen haben. Hat auch gar nicht so lange gedauert. Und haben natürlich die ganzen Lehrlingstruhen aufgemacht, die Belohnungen abgeholt, vom Postfach abgeholt und immer schön die Drachentruhe aufmachen. Da habt ihr dann meistens so zwischen 2 und 4 antike Steine pro 90er Char. Kann man mitnehmen und dann, ja, verkaufen. Am besten natürlich, wenn man einen Rubin zieht, aber das hatte ich eigentlich relativ selten gehabt. Aber ja, haben dann die ganzen Gegenstand verzaubern. Ziehen wir komplett natürlich aufs Schwert drauf. Und hoffen einfach, dass da einfach gute Werte drauf kommen. Eins habe ich ja noch da. Ich habe ja eins gedreht mit 40 DSS. Das habe ich dann aber verkauft für 22 Won. Und eins habe ich ja noch auf Reserve, falls ich mal kein Schwert finde. Mit 35 DSS 5 dB. Und ja. Und sag mal, alles was über 30 DSS ist auf der Waffe, kann man dann verkaufen. Oder selbst behalten, je nachdem, was für Nebenbonis dabei sind. Zum Beispiel hier haben wir 35 DSS, 3 Gift, 5 Crit. Haben wir auch nochmal 4 Won dafür bekommen. Ne, ich glaube 3,5 Won. Und haben uns dann natürlich ein neues Schwert besorgt. So, nebenbei habe ich auch mal 54er Rüssis gekauft auf dem Markt für 500k, 1kk. Die kosten ja gefühlt gar nichts. Und plus 9 bräuchte ich auf jeden Fall ein paar Stück, weil ich auf jeden Fall ein paar plus 12er Rüssis drauf produzieren möchte. Und ja, Krieger Level 102, fast 103 in der Grotte gelevelt. Und ja, Wald ist eigentlich, steht da auch ganz gut. Wird auch gleich mal gezeigt, was ich da genau für EQ habe. Ja, 32 D ist das gedreht und das haben wir dann natürlich verkauft, haben auch ein paar Won rausbekommen und ja, weiter wird gedreht und ist dann halt noch der zweite Ninja, den wir noch hatten, schön die ganzen Lehrlingstruhe aufgehebelt, das sind mal unfassbar viele, ja, Gegenstand verzaubern, die man für so 90er Char bekommt, ist auf jeden Fall sehr nice, natürlich hier die ganzen Alchi-Appen bis zum Antiken, die so die Apps von Rohr auf Schliff und so weiter, habe ich natürlich alles rausgeschnitten, Zeitverschwendung, wollen das Video dann nicht in die Länge ziehen, dann nochmal ein paar 54er Rüssis geappt mit Drachensiegis und ja, wie gesagt, ich sammle auf jeden Fall noch ein paar 54er plus 9, manche nehme ich so mit und manche werde ich dann noch fertig machen mit so einer 96er plus 12er Rüssi als Projektion, die sind dann am Ende dann ja ein Ticken mehr wert. Können wir dann bestimmt so zwischen 10 und 20 Won verkaufen pro Rüssi dann auf Tiger Ghost, wenn wir dann mal, am Ende dann dort sind. Ja, haben wir eine Rüssi plus 9, die anderen, ja, werden wir dann einfach verkaufen, auf den Boden schmeißen, weil die sind so nichts wert, da kannst du die plus 8 kaufen und die kosten dann zwischen 1kk und 3kk ungefähr. Und ja, dann habe ich mir gedacht, KTKs plus 9 sind sauteuer. Dann upste dir mal 1 auf plus 8 mit einer Drachensäge. Und ich habe nicht handelbare magische Steine und ich habe dafür überhaupt gar keine Verwendung. Und dann habe ich mir so gedacht, komm, zieh's hier drauf. Die sind sau teuer, die HTKs. Und wenn die klappen, übelst Profit gemacht. So. Die Kette habe ich dann für 7 Won verkauft. Also die waren anfangs übelst teuer. 7 Won habe ich verkauft. Dachte, komm, ist ja gut gelaufen. Machst du mal eine zweite Kette. Muss ja dann irgendwie klappen. Und ja, dann haben wir dann eine zweite Kette plus 8. Ziehen dann magischen Stein drauf. Und das hat dann einfach First Try wieder geklappt. Die habe ich dann allerdings günstiger verkauft für 5,5 Won. Und ja, hier nochmal eine EQ-Übersicht, was ich da genau benutze für die Windmap. Und ja. Band ist auch kein besonderes, 18%, habe überall 15 Wind, Armband mit 15 Wind, 20 Teufel und dann ansonsten standardmäßig 20 Teufel überall drin, noch den Jade habe ich mir dann noch besorgt, ja, ihr seht das, habe ich dann nochmal eben auf plus 4 gehabt und dann auch natürlich direkt eingebaut
Auf jeden Fall, da kann man auf jeden Fall sehr gut stehen, aber die Windmap ist richtig überfüllt, also es dauert ein bisschen. Und ja, hier haben wir noch eine zweite, ne, die dritte Kette ist das jetzt, die wir uns besorgt haben. Auf plus 8. Und dann denken wir, okay, kommen wir nehmen alle magischen Fällen, auch nicht schlimm. Hat da noch geklappt, noch 5 magische Steine gehabt. Und ich denke mir, komm, noch eine Kette besorgst du dir. Und ziehst dann einfach die rechtlichen magischen Steine drauf. Und wir, ja, einfach 4 Ketten auf plus 9 gemacht. Ja, dann haben wir nochmal einen 100er Damage Helm. Da haben wir dann auch ein paar magische Steine draufgezogen. Wie gesagt, keine Verwendung dafür gehabt. Dachte mir, komm, wenn es nicht klappt, halb so wild, so eine HTK, die wir vorhin gemacht haben, 4 Stück auf einmal, das waren so grob geschätzt, sagen wir mal 16, 17 Wonnen. Und ja, seht ihr selber, nicht funktioniert. Ja, dachte ich, komm, egal, ziehen wir eine Drachensiege drauf, so. Ja, das hat dann nicht funktioniert, aber ja, halb so wild. Und immer schön fleißig, ja, IQ-Teile aufgekauft auf dem Markt. Halt immer geschaut, immer ob es 15 Wind hat, ach, 15 Feuer oder eine andere Kombi, 15 Wind, 20 Teufel, 15 Blitz, 20 Teufel. Helme gehen auch so mit 10 Blitz, 20 Teufel. Die würde ich auch tatsächlich mitnehmen, aber Feuer habe ich wirklich en masse. Also wirklich richtig viel. Feuerarmbänder habe ich hab da ein bisschen übertrieben. Ich muss mal am Ende schauen, ob ich die dann auch am Ende loswerde, weil es sind, glaube ich, schon über 100 Armbänder mit 15 Feuer. Ja, mal gucken. Sind auf jeden Fall ein Schnapper. Aktuell kosten die auf Tireghost so ein Saben plus 9 mit 15 Feuer zwischen 8 und 10 Wonnen. Helme gehen so zwischen 5 und 8 Wonnen. Ist auf jeden Fall eine Menge Asche, wenn man dann halt nicht den Markt überflutet und zu günstig reinhaut. Schulterbänder noch geabt. Auf Maß gefertigt. 18% nehmen wir mit. Und dann öffnen wir noch goldene Truhen. Die habe ich halt teils selbst gefarmt und ich glaube, davon habe ich ungefähr 10 Stück einfach noch davon gekauft. Und ja. Die Truhen, muss ich sagen, die Cores, die wir rausbekommen haben, das waren jetzt zwei mythische Cores. Und da sind einfach echt viele Tränke rausgekommen. Okay, Money-Siegel ist auch okay, kann man irgendwann mal projizieren. Mondstein. Aber hätte ich diese mythischen Cores nicht aufgemacht oder nicht bekommen, dann wäre das kompletter Minus gewesen. Weil da haben wir die aufgemacht dann auch. Und ja, da haben wir einen antiken Granat bekommen. Und ja, ist nicht so viel wert. Und dann bei den mythischen Cores, einen antiken Rubin. Und ja, dann nochmal einen antiken Rubin, dann war die Sache erledigt und wir haben ja plus minus null gemacht. Und dann sind wir schon zum Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch schöne Feiertage und schöne Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.